Hallo mein Freund, ich bin's wieder, dein Luca Medici für Arte Milan News Deutsch und ich begrüße dich recht herzlich zum Milan Update 2.0. Wir haben es endlich geschafft, den Milan Update auf eine neue Ebene zu bringen und präsentieren dir jetzt wöchentlich, jeden Montag und Freitag, ein neues Video aus dieser Reihe. Ja, und da es in letzter Zeit so viele Meldungen um Iturbe gab, haben wir uns dazu entschlossen, das heutige Milan-Update zu einem Iturbe-Update zu machen und dir eine kleine Geschichte zu erzählen, nämlich die Geschichte rund um Iturbe und wie es im Moment um ihn aussieht und wer ihn bekommen wird. Viel Spaß dabei! Juan Manuel Iturbe ist wohl derzeit der meistumworbenste Spieler der italienischen Serie A. Nicht nur Milan, sondern auch Juventus, Roma, Manchester City und Atletico Madrid haben sehr großes Interesse. Milan hat zwar bei Verona angefragt und auch eine Art Zusageversprechen bekommen, konnte aber aufgrund der ungewissen Zukunft von Ricardo Kaká noch immer kein offizielles Angebot platzieren. Kaká verhandelt aufgrund familiärer Probleme mit den brasilianischen Clubs Sao Paulo und Orlando über eine Rückkehr in seine Heimat. Sollte Kaká Milan diesen Sommer noch verlassen, stünde Galliani das Budget für Iturbe zur Verfügung. Sollte sich Kaká jedoch dazu entscheiden, noch eine Saison bei Milan anzuhängen, müsste der italienische Traditionsclub erst ein paar Spieler verkaufen, um einen Iturbe-Transfer finanzieren zu können. Da Milan also durch Kakas ausstehende Entscheidung nicht imstande ist, ein Angebot abzugeben, hat der stärkste Konkurrent Juventus die Führung im Rennen um Iturbe übernommen. Ein großer Pluspunkt, der für Juventus spricht, ist natürlich die Teilnahme an der Champions League. Verständlicherweise will Iturbe auch international spielen und hat sich deshalb provisorisch mit Juventus auf einen 3-Jahres-Vertrag geeinigt, der ihm mit Bonuszahlungen um die 2 Millionen Euro im Jahr einbringen wird. Allerdings hat auch Verona ein Wörtchen mitzureden und da man Milan schon das Zusageversprechen gegeben hat, will man mit der Zusage für andere Clubs noch etwas abwarten. Anscheinend soll man in Verona bis zum 30. Juni auf ein offizielles Angebot aus Mailand warten. Aus diesem Grund hat Galliani unseren Präsidenten Silvio Berlusconi gebeten, die 25 Millionen für Iturbe direkt bereitzustellen. Es wurde jedoch noch nicht berichtet, ob diese Anfrage geglückt ist oder nicht. Auch Inzaghi, der Iturbe unbedingt in seiner Mannschaft haben will, hat schon mit dem Argentinier gesprochen und ihm telefonisch einen Stammplatz zugesichert. Sollte es Milan aber bis zum 30. Juni nicht auf die Reihe bringen, ein offizielles Angebot zu stellen, wird Verona die Verhandlungen mit den anderen Teams weiterführen. Sie wollen angeblich 30 Millionen für Iturbe und könnten mit Juventus aber auch 27 Millionen vereinbart haben. So, und da ich dieses Video heute Morgen schon gedreht habe und es jetzt ein kleines Update gibt, will ich das hier noch hinzufügen. Und zwar ist es so, dass sich Sao Paulo und Orlando anscheinend über den Gehalt von Kaká geeinigt haben. Das heißt, sie wollen den Kaká in den 6 Monaten aufspalten und das könnte heißen, dass Kaká dann schon nächste Woche nach Brasilien reisen könnte oder dort bleiben könnte, wenn er noch unten ist. Auf jeden Fall würde das jetzt die Türen für Iturbe wieder öffnen und Galliani ist gerade in einem Meeting mit Iturbes Agent, laut Gazzetta dello Sport. So viel zum momentanigen Update dazu. Mehr natürlich auf unserer Facebook-Seite oder auf Twitter. Ja, und an dieser Stelle vielleicht nochmal der Hinweis an unser Gewinnspiel, das am Montag aufgelöst wird. Gewinnen kannst du diesen Schal, den du hier im Video siehst. Und alles, was du dazu tun musst, ist diesen Beitrag zu liken oder den Beitrag vom letzten Milan-Update. Und wenn du eine doppelte Chance haben willst, dann abonniere einfach unseren YouTube-Channel. Dann wirst du 2-mal in den Zufallsgenerator eingeschrieben. Mitmachen können auch alle Fans von AC Milan News Deutsch Englisch. Ihr seid recht herzlich eingeladen, hier mitzumachen. Und auch die anderen Partnerseiten. Viel Spaß dabei und viel Glück, euer Luca Medici. Ja, und das war sie auch schon wieder, die neueste Ausgabe von Milan Update. Wir hoffen, sie hat dir wie immer riesen Spaß gemacht und dir auch gut gefallen. Die nächste Episode findet am Montag, den 30. Juni 2014, um etwa dieselbe Uhrzeit statt. Wenn dir das Video gefallen hat, dann abonnier doch unseren YouTube-Channel und gib uns einen Daumen nach oben, das würde uns sehr, sehr freuen. Für News außerhalb der Videozeiten, schau doch einfach bei uns auf Facebook, Twitter, YouTube oder auf unserer Homepage vorbei. Wir freuen uns auf dich. Wir sind die aktivste deutsche Milan-Fangemeinde im Netz. Ja, aber das war's dann jetzt endgültig von uns. Bis zum nächsten Mal. Dein Luca Medici für AC Milan News Deutsch. Ciao.
mit freundlicher Unterstützung von AC Milan News Deutsch-Englisch.